Spannend, spannend. Wir haben hier wahrscheinlich Möglichkeiten, den Klang zu verändern. Es erinnert mich ein bisschen an die Orgel auch, wobei es natürlich wahrscheinlich eine ganz andere Technik ist. Dann haben wir zwei Klaviaturen, zwei Keyboards, das ist auch ganz aktuell, macht man auch oft heutzutage noch. Und das Pedal, die Pedale sehen auch sehr speziell aus. Mal gucken, ob ich damit auch den Klang verändern kann. Ich bin gespannt. Dann probiere ich es mal. Thank you.
Ja, es ist sehr intensiv, mit dem Instrument zu arbeiten, zu spielen, Spaß zu haben auf jeden Fall. War während des Spielens am Herausfinden, wie laut darf man spielen, wie schnell, wann wird es irgendwie matschig sogar oder kann man das auch einsetzen als Stilmittel, und habe einfach versucht, viel Buntes reinzugeben. Man kann eigentlich alles machen. Tatsächlich. Also es ist wirklich erstaunlich, was so ein altes historisches Instrument einfach zu bieten hat. Wirklich Wahnsinn.